Was bisher geschah? Hast du Bilder? Videos? Gold Digger. Was er nicht über mich weiß, weiß niemand. Henry, ich wurde gefeuert. Fuck. Ich kann dabei noch von Glück reden, dass ich keine Strafanzeige bekommen habe. Mach, was du willst, aber mich nicht an, klar? Ja, ich habe ihn gefilmt beim Umziehen. Ich will, dass ihr wisst, dass es eine Erklärung dafür gibt, okay? Die Sicherheitslücke in der SMA-App. Das ist dein erster Hinweis. So muss er an unsere Daten gekommen sein. Play School Support, Sie sprechen mit Matteo Kuma. Unsere Schule ist abgefackelt. Keine Ahnung, was mit den Servern ist und wo die stehen. Das heißt, ihr arbeitet gerade aktiv mit SMA? Das Mira-Video wurde gepostet. Wir hängen da alle drin. Gemeinsam. Schreib mich ab. Hey Henry, das Bewerbungsgespräch lief ziemlich holprig, leider. Aber ich habe da noch einen Trumpf. Sag mal, kannst du Sandro nach der Nummer seiner Mom fragen? Die hatten beim Elternabend mal erwähnt, dass sie für den Handwerksladen ab und zu mal jemanden für die Inventur brauchen. Das wird mich zeitlich auch nicht so ausbremsen und ich hätte mehr Zeit für dich. Meine Mom. Immer für einen Witz zu haben. Frag mal Sandro. Der ist Teil der Skater, also keine Chance, dass er mir überhaupt antwortet. Ich meine, ich weiß schon, wie sie drauf kommt. Er war ja nicht immer... So. Yo, was labern jetzt alle gegen uns? Kai hat's verkackt. Yo, Sandro hat recht, das war Kais Schuld. Der wollte über die drüber springen. Oder, Sven? Ja, stimmt wirklich. Ihr seid alle krank im Kopf. Die ganze Truppe. Vielleicht nicht nur die Truppe. Jeder zeigt mit dem Finger und freut sich, dass es einen nicht selbst erwischt. Dabei ist jeder ein potenzielles Opfer, der die SMA-App auf dem Handy hat. Aber gerade zeigen alle auf Kai. Selbst seine Freunde. Ich weiß, wie das ist, ausgegrenzt zu sein. Aber er nicht. Assistant, ruf Kai an. Hallo? Oh, hey Kai. Was? Hey, ich wollte nur sagen, das ganze Gerede über dich, wie sich das anfühlt, I get it. Aber das mit dem Unfall war ein... Das war nur ein Unfall. Brillant, Henry. Brillant, Henry. Hat das Ganze denn nie jemand zur Anzeige gebracht? Miras Mom oder so? Offensichtlich nicht. Und jetzt laber mich nicht voll. Wir sind keine Freunde oder so, okay? Ob er wegen dem Umkleidevideo so schroff war? Er hat es gar nicht erwähnt. Ob das heißt, dass er den Leak gar nicht mitbekommen hat? Vielleicht ist er einfach immer so. Ich will ihn fragen, aber das ist vermutlich keine gute Idee. Super, Henry. Jetzt bist du Teil eines Teams und trotzdem allein. Der eine will nicht mit dir reden und die andere... Hey, Henry. Wegen der... Naja, dass du auch auf Jungs stehst, also... Wenn du Hilfe brauchst, das vor deinen Eltern zu verstecken, ich hätte da ein paar Tipps. Ich hätte nicht gedacht, dass Nele so drauf ist. Ob sie was gegen Leute wie mich hat? Kann schon sein. Sie wirkte schon immer ziemlich behütet und etwas weltfremd. Zumindest versucht sie zu helfen. Oh, meine Mom. Wenn man vom Teufel spricht. Gute Nachrichten. Sandros Mutter sagt, das mit der Inventurhilfe geht klar. Ah, und wegen gestern Nacht. Glaub nicht, ich hab nicht gehört, dass du und Golddigger wieder bis in die Puppen gequatscht habt. Hat er endlich mal ein Foto geschickt? Ich muss doch wissen, wie mein zukünftiger Schwiegersohn aussieht. Offensichtlich brauche ich keine Tipps von Nele. Von meiner Mom habe ich mich als erstes geoutet. Ach ja, oh, shit. Homeschooling ist nicht gleich Ferien. Du musst trotzdem morgens aufstehen und deine Aufgaben machen, klar? Meine Mom und ich waren immer wie beste Freunde. Vielleicht war das auch der Grund, warum sich mein Dad einfach verpisst hat. Wer weiß das schon? Keine Sorge, die Mietschulden hat er dagelassen. Anscheinend heiratet man nämlich nicht nur einen Menschen, sondern auch seine Finanzen. Mom will, dass ich mich auf die Schule konzentriere, um den Abschluss zu schaffen. Also hat sie angefangen, selbst mehr zu arbeiten. Mehr Schichten, mehr Nebenjobs, weniger Zeit. Ach, scheint, als hätte sie gerade zu viel Zeit. Oh, das ist gar nicht sie, sondern... Ich kenne die Nummer nicht. Hallo, Henry. Hallo. Das ist doch Umut auf dem Profilbild.
Was will der denn? Jetzt nimmt er eine Audio auf. Du hast SMA deinstalliert. Henry, versuchst du vor mir wegzulaufen? Das schaffst du nicht. Ich brauche den SMA-Chat nicht, denn ich habe deine Nummer. Und blockierst du Umut, schreibe ich dir von Jessys Handy, danach von Sandros oder Kims. Sieh es ein, Henry. Du kannst mich nicht abhängen. Wer sagt, dass ich vor dir wegrenne? Ich werde dich einholen und dich schnappen. Du warst mir vielleicht bisher einen Schritt voraus, als ich allein war. Aber jetzt sind wir zu dritt. Was auch immer du planst, wir werden schneller sein als du. Verlass dich drauf. Okay, Henry. Lass den Wettlauf beginnen. Mir hat er auch geschrieben. Von Annas Nummer. Mir von Shauna aus. Aber immerhin gibt es jetzt drei Handys, die er nicht kontrollieren kann. Du meinst, weil wir SMA deinstalliert haben? Korrekt. Das hat ihn offensichtlich wütend gemacht. Immerhin hat er uns direkt kontaktiert. Und wenn er jetzt den ganzen Rest unserer Daten veröffentlicht? Wird er nicht. Wieso? Nein, warte, ich weiß. Weil er nicht noch mehr von uns klauen kann. Unsere Geheimnisse sind also praktisch eine endliche Ressource für ihn, da er nicht an neue kommt. Das ist gut. Genau. Wenn er alles raushaut, hat er kein Druckmittel mehr gegen uns. Aber sollten wir dann nicht allen Schülern sagen, dass sie SMA von ihren Handys schmeißen sollen? Nein. Ich denke, das könnte zum Super-GAU führen und wir könnten letztendlich die Übersicht verlieren. Er hat doch bisher nur unsere Geheimnisse geleakt, ne? Das heißt also entweder, dass ihn die anderen nicht interessieren... Oder dass er noch etwas von ihnen will. In jedem Fall handelt er überlegt und strategisch. Darum müssen wir ihn beschäftigt halten und seine Schritte analysieren, um herauszufinden, was seine Absichten sind. Dann könnten wir ihn schnappen, bevor er all unsere Geheimnisse geleakt oder es auf andere abgesehen hat. Ja. Am Anfang hat der Typ uns alle überrumpelt und jeden einzeln fertig gemacht. Aber jetzt sind wir nicht mehr allein. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir diesen Wahnsinnigen vielleicht aufhalten. Dann lasst uns mal sammeln. Die SMA-App hat eine Sicherheitslücke und läuft über schulinterne Server. Ja, aber seit dem Brand in der Schule wissen wir nicht mehr, wo die stehen oder was mit denen passiert ist. Bisher waren hauptsächlich wir drei im Fadenkreuz des Hackers. Was uns verbindet? Keine Ahnung. Aber der eine Name, der immer wieder fällt, ist... Mira. Also, was wissen wir über sie? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sie hatte keine Freunde. Und war das Lieblingsziel der Skater. Hey, klammer mich da aus. Kann ich schwer. Denn nachdem du mit deinem Skateboard eine Bruchlandung in ihrem Gesicht hingelegt hast, ist sie verschwunden. Ich weiß. Sie kam in die Notaufnahme. Was dann passiert ist, weiß keiner im Detail, nur dass sie wohl nicht mehr lebt. Ich will nicht unsensibel sein, aber von einer gebrochenen Nase stirbt man nicht, Kai. Das weiß ich auch, du Klugscheißerin. Aber danach ist sie nie wieder aufgetaucht. Social-Media-Profile, alle eingefroren oder deaktiviert. Einmal war ihre Mom noch in der Schule, ganz in Schwarz und hat ihren Spind ausgeräumt. Und erinnert ihr euch noch an das Gedicht? Welches Gedicht? Das hast du nicht mitbekommen? Umut hatte ihr das Tagebuch in der Pause geklaut und hat allen draus vorgelesen. Ach ja, jeder hatte darüber gesprochen. War es nicht eine Art Abschiedsbrief? Wann war das genau? Keine Ahnung. 1-2 Wochen vor dem Skateunfall? Unfall ist wohl kaum das richtige Wort, Kai. Henry, du meintest doch, du hättest ihr Tagebuch noch. Ja. Sehr gut. Wenn Person X wirklich eine Verbindung zu Mira hatte, musst du Hinweise dafür finden, wer es sein könnte. Also durchsuche es. Aber da ist ein Schloss vor. Dann
ich es auf? Aber sitzen wir nicht erst in dieser Scheiße, weil irgendwer genau diese Grenzen überschritten hat? Das hat dich doch auch nicht gestört, als du mich heimlich in der Umkleide gefilmt hast. Kai! Was denn? Ist doch wahr. Er wollte dokumentieren, wie deine Skater-Trottel ihm das Leben zur Hölle gemacht haben. Wenn du das sagst... Leviathan! Sagt euch das was? So nennt sich der Hacker doch in seinen Mails. Irgendwas klingelt da. Lass mich mal recherchieren. Was anderes kann ich gerade mit meinem Hausarrest eh nicht machen. Okay, und ich bleib an der Serversache dran. Wir müssen wissen, wo die stehen. Außerdem werde ich das Gefühl nicht los, dass irgendwer von der Schule mehr über die Sache weiß. Der Typ beim SMA-Support hat jedenfalls was angedeutet. Der war ganz baff, dass SMA bei uns im Betrieb ist. Okay, und ich? Mann, Junge, stell dich nicht so an. Nimm dir das Tagebuch vor und mach dich nützlich. Sorry, Henry, aber er hat recht. Das ist echt wichtig. Super. Dann habe ich wohl keine Wahl. Golddicker sagte, klar kann ich dir helfen. Hey. Mann, ich fühle mich, als würde ich jemanden zwangsouten. Du bist immer sowas von bemüht, ein guter Junge zu sein, Henry. Richtig süß. Ach, halt's Maul. Immerhin geht es um das Tagebuch einer Toten. Ja, ja. Komm, steck die Haarnadel ins Schloss. Okay. Dann aufspannen. Moment. Warte. Und drehen. Ich sag's ja, diese Billo-Schlösser sind reine Deko. Mann, das fühlt sich so falsch an. Na los, sag schon, was steht drin? Lauter Gedichte oder so. Aber auch typische Tagebucheinträge. Berichte, wie es in mir aussieht. Mach's nicht so spannend, lies was vor. Hier ist ein Eintrag vom letzten Sommer, 29. August. Mama hat gefragt, woher die blauen Flecken kommen. Ich hab gelogen. Sportunterricht. Ich ertrag es nicht, sie weinen zu sehen. 31. August. Wenn ich den weißen Hoodie trage, falle ich nicht so auf. Fast unbemerkt durch den Tag gekommen. Dann kam Kunst. Der Pulli ist jetzt braun. Durch das Pinselwasser von Umut. Total abgefuckt, Mann. 4. September. Ich hab auf dem Mädchenklo geweint. Dann kam Jessie. Sie hat mich getröstet. Wir haben nur ganz kurz geredet, aber... Vielleicht ist heute der Tag, dachte ich mir. Der Tag, an dem mich jemand sieht. Nur eine Person, die meine Hand nimmt und mir aufhilft. Als ich nach ihr zurück in die Klasse kam, hatte sie es schon allen erzählt. Wie erbärmlich ich in der stinkenden Kabine geflennt habe. Alle lachten mich aus. Ich kann das nicht mehr. Oh, komm, das reicht. Was ist an deiner Schule los, Alter? Ich glaube nicht, dass das nur bei uns so ist. August, das war Schuljahresanfang. Kurz bevor sie verschwunden ist. Umut und Jessie. Das scheinen ja ganz feine Menschen zu sein. Wenigstens hat sie mich nicht erwähnt. Oder Kai. Oh Mann, Henry. Du bist manchmal echt erbärmlich. Danke. Ich hab gestern nichts gesagt, als du die halbe Nacht im Discord von ihm geschwärmt hast. Aber langsam nervt's. Sorry. Also, wie machen wir weiter? Was suchen wir überhaupt? Na, Hinweise auf Miras Verschwinden. Vielleicht erwähnt sie jemanden. Einen Ort. Halt Ausschau nach Dingen, die sich wiederholen. Hier ist eine Liste mit Namen. Sehr gut. Was kann das bedeuten? Ich weiß nicht. Die Seiten davor sind einfach rausgerissen. Eigenartig. Das ist eine WhatsApp-Nachricht von Kai. Moment. Hey, es gab wieder einen neuen Leak von Leviathan im SMA-Chat. Er hat's wieder anonym gepostet. Scheiße. Hey Kai, wen hat der Leak denn getroffen? Glaubt ihr, du bist zu blöd, um selbst nachzuschauen? Wir haben die App deinstalliert. Der Hacker hatte darüber Zugriff auf unsere Daten. Ach so? Aber Kai kommt über den PC noch sicher rein. Moment. Umut. Es hat Umut erwischt. Ein Video, wie er Miras Tagebuch vorliest. Warte, ich schick's dir. Wieso gönnt ihr mir nicht meinen Flug? Oh, gönnt doch mal, Leute. Mira will, dass ihr gönnt. Los, lies weiter. Endlich habe ich gelernt zu fliegen. Erst bin ich nur leicht dem Boden entkommen
Und gerade wo ich ihn hinter mir gelassen habe, holt die Sirene mich zurück. Es ist Zeit für die Hölle. Bald fliege ich so hoch, dass ich nie wieder zurück kann oder muss. Jo, das ist echt cringe, Mann. So kleines Buch. Lern fliegen. Alter, bist du dumm? Lack doch nicht aus dem Fenster. Das heißt, Leviathan ändert seine Strategie. Als würde er zickzack laufen, indem er sich neue Opfer sucht. Und warte, das war noch nicht alles. Über seine DMs hat Umut auch noch ein Video von Leviathan mit der goldenen Maske bekommen. Hier. Umut, wer nicht hören will, muss halt fühlen. Da du anscheinend auch der Meinung bist, geheime Gedanken gehören an die Öffentlichkeit, habe ich deinen Eltern ein kleines Best-of deiner Browser-History geschickt. Inklusive aller Fetisch-Porno-Seiten. Wenn du nicht willst, dass diese auch im Jahrgangschat landet, sprich mit niemandem über mich. Umuts Eltern sind Muslime. Kannst dir die Reaktion ja vorstellen. Wow, ich glaube, keine Eltern wären begeistert davon. Wie bist du an die Nachricht von Umut gekommen? Leviathan sagt doch, Umut soll mit keinem reden. Gute Frage. Sagen wir es mal so, ich habe dieselbe Hintertür in SMA gefunden wie der Maskenheini. Dadurch sehe ich, was er treibt, obwohl er nicht mehr sehen kann, was wir tun. Also auch ein ganz feiner Kerl, dieser Kai. Das heißt, er kommt an alle Daten eurer Mitschüler, inklusive ihrer Chats? Aber er nutzt das Wissen doch nur, um alle zu schützen. Um Leviathan einen Schritt voraus zu sein. Sehe ich gerade nichts von. Im Grunde tut er doch nichts anderes als der Hacker. Aber Kai... Henry, er hat einem Mädchen sein Skateboard ins Gesicht gematscht. Hör auf, ihn wie einen Heiligen zu behandeln. Warte, wann habe ich dir von dem Skateboard-Unfall erzählt? Gestern. Gestern Nacht irgendwann, schätze ich. Ich muss los. Henry, warte. Ich hab noch was zu erledigen. Wem kann ich noch trauen? Habe ich Golddigger wirklich davon erzählt? Ich kann mich nicht erinnern. Und Kai, seit wann hat Kai diesen Zugang? Kam er auch auf mein Handy? Oder Neles? Völlig egal. Er wird uns definitiv helfen, Leviathan aufzuhalten. Ich kann weder krass coden, noch bin ich so gut vernetzt wie Nele. Alles, was ich kann, ist in fremden Tagebüchern lesen. Ganz große Leistung, Henry. 3. Mai. Unsichtbar. Ich gehe durch die Gänge und alle anderen sind in ihren Klassen. Ich zu spät. Will nicht kommen, wenn die Flure noch voll sind. Jetzt, wo ich meine Schritte höre, im Hall, wirkt alles so friedlich. Und trotzdem fühle ich mich wie ein Kaninchen auf der Flucht. Jederzeit bereit, in eine Ecke, einen Gang, hinter eine Tür zu springen. Einfach verschwinden. Ich fühle das, Mira. Mir geht es genauso. Jeder Tag Schule ist Überleben unter Jägern. Bloß nicht bewegen, lauten Gruppen weichen, immer runterschauen, keinen Blickkontakt. Und im Zweifel totstellen. Auf der nächsten Seite geht's weiter. Plötzlich rast mein Herz, denn ich höre ein weiteres paar Schritte. Niemand ist zu sehen. Ich bleibe stehen, der Schatten ebenso. Ich schleiche, der Schatten ebenso. Dann, als er sich auf weichen Sohlen davonstiehlt, merke ich, ich bin nicht allein. Es gibt viele von uns. Doch sehen werden wir uns nie. Wir sind unsichtbar. War ich dieser andere Schatten? Was, wenn ich ihr die Hand gereicht hätte? Gefragt hätte, ist da wer? Statt aus Angst, selbst entdeckt zu werden, zu flüchten. Mira und ich, wir hätten Freunde sein können. Aber dafür ist es zu spät. Hi, Nele. Hi. Was gibt's? Ich habe herausgefunden, was es mit Leviathan auf sich hat. Also dem Namen. Und glaub mir, das ist absolut krank. Komm schon, schieß los, Nele. Okay. Leviathan ist ein Geschöpf aus der hebräischen Mythologie, das einen engen Bezug zum Schöpfungsmythos hat.
Merk dir das, ja? Schöpfungsmythos, klar. Moment, meinst du die Schöpfung der Erde wie in der Bibel? Genau. Leviathan ist ein gigantisches Ungeheuer aus dem Urmeer mit großen Zähnen, harten Schuppen und einem Feueratem. Wie Godzilla? Denk mehr in Richtung Kaijus aus Pacific Rim. Jedenfalls ist Leviathan im Alten Testament das personifizierte Chaos, das vor der Schöpfung herrschte und das nur von Gott selbst im Chaoskrieg bezwungen werden konnte. Du meinst, dieser Maskentyp hat bewusst einen Namen gewählt, der uns sagt, ich bringe das Chaos über euch? Und nur Gott kann mich richten. Das heißt, er wird vor nichts Halt machen. Ich sag doch, krank. Wie sieht's aus? Findest du irgendwas dazu in Miras Tagebuch? Warte. Hattest du nicht irgendwas von Feuer gesagt? Feueratem. Ja. Hier ist ein Eintrag mit der Überschrift Feuer. Daneben ist eine kleine Skizze. Skizze? Wovon? Von einem brennenden Haus. Warte. Feuer. Könnt jeder fühlen, was ich fühle, würdet ihr brennen. Eure Coolness schützt euch, doch die habe ich nicht. Jedes Wort ist Glut, jeder Tritt Flächenbrand. Ich stehe ständig unter Feuer und eines Tages, wenn ihr nicht aufpasst, steht alles in Flammen. Das klingt fast wie ein Racheplan. Nele, stell dir vor, du willst Leute dazu bringen, wieder eine Homeschooling-App zu nutzen, weil du so an ihre Geheimnisse kommst. Das Gleiche habe ich auch gerade gedacht. Was ist, wenn das Feuer an unserer Schule... gar kein Unfall war. Also, ich erreiche Herr Leszewski nicht. Serverermittlungsergebnisse, Fehlanzeige. Und ich kann kein aktives Social-Media-Profil von Mira, ihrem Bruder oder ihren Eltern finden. Ja. Keine Ahnung. Hab ich doch gesagt. Ich kann mal einen Webcrawler drauf ansetzen. Was auch immer das heißt. Uns fehlt einfach jede Spur. Ich versuch's mal. Ciao. Bye. Ciao. Wieder sehr produktiver Beitrag, Henry. Scheint, als hätten die anderen auch schon eingesehen, wie wichtig meine Rolle im Team ist. Hä? Eine Nachricht? Die habe ich voll übersehen. Oh, kam gerade erst rein, aber was ist das für eine Nummer? Ist das Leviathan? Hey, ich hoffe, das ist noch deine Nummer. Deine Mom hat vorhin angerufen und ja, das macht mich gerade ein bisschen nervös. Worum ging's denn? Weil auf so ein Mami-Reunion-Treffen habe ich echt keinen Bock. Das ist Sandro. Moment. Wie konnte mir das entgehen? Hallo? Henry? Mom, wie bist du an die Nummer von Sandros Mutter gekommen? Was? Du hast gesagt, du hilfst ihr aus, aber wie? Ich hatte dir die Nummer doch gar nicht geschickt. Die stand auf der Elterntelefonliste. Ist mir auch erst später eingefallen, aber beim Elternabend haben wir die zum Vernetzen bekommen. Danke, Mom. Die Telefonliste also. Vielleicht finde ich da den Kontakt zu Miras Mutter und über sie heraus, wer Leviathan ist. Damit rechnen Nele und Kai sicher nicht, aber gemeinsam kriegen wir ihn. Eins noch. Ich weiß nicht, was gerade bei dir los ist, aber ich wäre dir dankbar, wenn du meinen Namen nie in der Öffentlichkeit in den Mund nehmen würdest, okay? Cool, dass du dich jetzt vor allem geoutet hast, Henry. Mega mutig. Aber die Sache mit Kai ist einfach creepy AF. Erst das mit dem Umkleidevideo und jetzt das im Jahrgangschat. Junge, das ist doch für alle unangenehm. Hä? Ich hab zu Kai doch gar nichts mehr gesagt. Was meinst du? Ich bin nicht mehr im Jahrgangschat. Wer hat das dann gepostet? Eine Audio? Du verstehst das nicht, Goldie. Kai sieht nicht nur gut aus, er hat auch einfach so was Mysteriöses an sich. Das ist vom Discord-Call mit Golddigger letzte Nacht. Ja, das ist halt sexy. Nein, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie du aussiehst. Du schickst ja nie Bilder. Also, wärst du Kais Zwilling, würde ich bestimmt einen Mega-Ständer kriegen. Scheiße, ich will sterben. Und das ist im SMA-Gruppenchat gelandet?
Wie zur Hölle ist er an das Gespräch gekommen? Ich habe die App doch deinstalliert. Huh? Unbekannter Anrufer. Das ist er. Jede Wette. Was sagt der Igel zum Hasen? Fick dich! Ich bin schon da. Egal wie schnell ich renne, ich hol ihn nicht ein. Was will der Kerl von mir? Wie kann ich ihn nur aufhalten? Hast du eine Idee? Ich habe einen Instagram-Account eingerichtet. Er heißt Schreib mich ab Podcast. Kannst du mir helfen? Eine Produktion von Funk.